Radio 1. Hörbar Brust. Heißt der Song De La Soul mit Chaka Khan, Radio 1. Herzlich willkommen zur Hörbar, Ihrer Lieblingsradiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und als Podcast, wann immer Sie möchten. Ein norwegischer Wissenschaftlerin hat ausgerechnet, dass es so viele Podcasts online gibt, also Hörbar-Podcasts, dass sie theoretisch fast 8 Monate in Gefangenschaft sein könnten oder sich einfach zurückziehen und ein Interview nach dem anderen hören, zum Beispiel von Haya Molcho, Markus Kafka, Joachim Meyerhoff, Joy Dinalani, Finn Kliemann, Iris Berben, Henry Hübchen, Desiree Nosbusch, Sophie Passmann, Afrop und so weiter. Sie sehen sehr, sehr unterschiedliche Leute. Abonnieren Sie doch den Hörbar-Podcast, dann verpassen Sie nichts mehr. Wer heute zu Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit Nina Kunzendorf. Vielleicht kennen Sie das auch, wenn heftig und enttäuscht über deutsche Serien, deutsche Filme und deutsches Fernsehen diskutiert wird. Langweilig heißt es da oft, peinlich, vorhersehbar. In der Regel landet man in solchen Gesprächen beim fehlenden Mut der verantwortlichen Sendeanstalten und bei schlechten Drehbüchern. Denn dass es hervorragende deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler gibt, das stellt niemand in Frage. Unser heutiger Gast, die gebürtige Mannheimerin Nina Kunzendorf, ist durchaus als eine Art Prüfsiegel anzusehen, so etwas wie ein TÜV-Stempel. Wenn sie bei einer Produktion auftaucht, dann sind die Dialoge gut, die Kolleginnen und Kollegen und die Regie ist es auch. Die 48-Jährige hat wirklich alle relevanten Auszeichnungen erhalten. Manche doppelt, manchmal wurde sie auch parallel für mehrere Produktionen nominiert. Vielleicht läuft es auch so gut, weil sie das Ganze nicht erzwingt. Der Job ist super, der ganze Rummel drumherum nicht so wichtig. Oder anders gesagt, die Entscheidung zwischen einem Aufsitzrasenmäher oder einem tippitoppi Instagram-Account fiele ihr leicht. Und du musst dich nicht mal entscheiden, Nina. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Hallo. Du besitzt keinen Instagram-Account, du könntest jederzeit, aber hast du nicht. Aber du besitzt einen Aufsitzrasenmäher. Ja. Darum werden dich jetzt viele Menschen beneiden. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber ich habe einen, ja. Menschen, die sich eine solche Anschaffung zulegen, die haben sich im Vorfeld oft über irgendwas geärgert. Also sprich, dass sie zweimal hintereinander über so ein Rasenmäherkabel gefahren sind oder dass es so stinkt, weil das so ein, weiß ich nicht, so ein Dieselding ist oder so. Warum hast du dir einen Aufsitzrasenmäher gekauft? Ehrlich gesagt ist das ziemlich downgegradet, weil ich immer einen Traktor wollte. Mal gucken, ob ich das in meinem Leben noch hinkriege. Ich wollte immer einen Traktor haben und ich habe, woher auch immer das kommen mag, ein Faible für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Also wenn ich so rumfahre und diese riesen spacigen Dinger sehe, sowas hätte ich eigentlich gerne. Im Moment bin ich beim Rasenmäher und das ist gar nicht einem Frust oder einem Erlebnis entsprungen, sondern der Tatsache, dass ich viel Rasen habe. Okay, du hast viel Rasen. Hast du schon mal D-Max geguckt? Nee. Weißt du, was Ach, das ist? Diese Männer-Auto-Dings-Serie? Wenn man das so ungegendert stehen lassen möchte, denn du bist ja das beste Gegenbeispiel. Wahrscheinlich würdest du da vorsitzen wie vor so einem, ja, im Grunde wie vor so einem Erotik-Channel. Nee, das glaube ich nicht. Na, wenn du die ganzen, diese ganzen Geräte mit den ganz, ganz großen Reifen, würde dich das nicht? Ja, aber nee, also mit Autos, also. Nein, das sind Baumaschinen schon auch, glaube ich, die gezeigt werden. Das ist was anderes, ne? Nee, das ist tatsächlich eine ganz andere Abteilung. Das muss schon mit Agrarsituationen zu tun haben. Das ist toll. So mit PS und Autos, da habe ich kein gutes. Dann steigen wir doch mal vielleicht sogar so ein in dein Leben, nämlich in ein Leben, das es gar nicht gibt. Wenn du deins nicht hättest, so wie es ist,
Wie würdest du dein Fantasieleben entwerfen, das du dir wünschen würdest, egal ob es jetzt realistisch ist oder nicht? Oh, ehrlich gesagt würde das tatsächlich, hängt sich das relativ nahtlos an den landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen an. Ich glaube, mein Leben wäre ein Leben nur auf dem Land, wobei das unter Umständen auch nach einem Jahr total bescheuert werden würde. Aber das ist tatsächlich ein Traum, den ich als Kind schon hatte. So, dann wäre ich sowas wie Bäuerin, ich würde Esel züchten und Schafe haben und Hühner. Das ist die eine Ecke. Die andere ist tatsächlich, wenn ich überlege, was für einen Beruf ich jetzt erlernen würde, wenn ich nochmal komplett von vorne anfangen würde, wäre das, und nicht, weil ich das nicht mit Leidenschaft mache, aber ich glaube, es wäre nicht Schauspielerei, dann würde ich forensische Psychiaterin werden. Oder ja? Was. Ernsthaft, Ich hätte jetzt getippt, dass du, also man muss dazu sagen, wir kennen uns ein bisschen und ich hätte jetzt darauf getippt, ich hätte gewettet, dass du ein Handwerk nennst, dass du so Schreinerin oder sowas. Das wär's nicht? Nee, das würde ich wahrscheinlich dann in meiner Freizeit machen, wie ich das jetzt auch, wobei Schreinern tue ich nicht, aber Hand, also das liebe ich schon sehr. Alles, was, keine Ahnung, von Brotbacken bis Rasenmähen bis whatever, aber na, oder Kriminalistik. Ich würde tatsächlich, sowas interessiert mich tatsächlich. Ich würde das gerne studieren. Also das ist was, was mich total begeistert oder fasziniert. Weil es dich interessiert, wie Leute zum Beispiel so eine kriminelle Energie für bestimmte Taten aufbringen? Ja, oder so eine was, Psychologie was? Dahinter. Ich finde dieses, die ja, zu ergründen, wo was herkommt und was für Gründe Menschen haben. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein Faszinosum. Gab es irgendeine Rolle, die das in dir ausgelöst hat, wo du das Gefühl hattest, hier würde ich, also hier steige ich irgendwie nochmal privat nochmal tiefer ein, lese mir noch ein bisschen mehr durch oder so? Ja, es gab eine Begegnung im Zusammenhang mit dem Frankfurter Tatort mit Axel Petermann, der ein Profiler ist und der uns beraten hat und dem ich hinterher noch ein paar Mal begegnet bin und das hat mich schwer beeindruckt. Also die Arbeit von den Leuten, das fand ich schon toll, aber das, also sprich, das ging auch tatsächlich über das Dreherlebnis hinaus. Also das interessiert mich sehr, begeistert mich sehr. Fiel es dir leicht, die Musik zusammenzustellen? Nein. Es fiel mir überhaupt nicht leicht und ich habe tatsächlich dann irgendwann das relativ wurschtig gemacht und ich glaube auch nicht so wahnsinnig ich habe mich dann dreimal nochmal geärgert hinterher und dachte, nee, das, ich schreibe jetzt nochmal, dass das alles ganz anders sein muss und habe es dann sein lassen. Mir fiel das nicht leicht. Zum einen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt wirklich überlegen müsste, welche Lieder mir ganz arg am Herzen sind, wären das nicht welche, die ich spielen wollen würde. Weil dir das zu persönlich ist? Das ist mir zu persönlich. Ja. Und da hätte ich sicherlich 8, 9, 10 würde ich finden, aber die sind mir dann so persönlich, dass ich dachte, da würde ich, das würde dann so wie verrauchen. Das ist wie, wie ein Geruch, den man dann immer mal wieder nochmal, weiß ich nicht, eine Kerze oder irgendwas, was einen an einen Moment erinnert. Wenn du die 10 Mal angemacht hast, irgendwann ist das weg. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht. Ich finde das interessant, weil Menschen in der Regel Songs, die sie mögen, sehr oft hintereinander hören. Mhm. Und ich bin auch der Ansicht, dass man bestimmte Songs schützen muss vor so einer Überhitzung, dass so man noch was empfindet. Ist es denn so, dass du hin und wieder einen dieser Songs so rauskramst und ganz bewusst dir anhörst? Ja, machst du. Ja, das mache ich. Aber ich habe tatsächlich, also es gibt bestimmte Lieder, die ich, oder bestimmte Musik, die ich dosiere, weil ich nicht möchte, dass sich das verflüchtigt oder. Also mir geht es tatsächlich ganz extrem mit Gerüchen so. Das habe ich ganz, ganz intensiv. Es gibt ganz bestimmte Gerüche, die mich in der Sekunde an einen Menschen, an eine Situation, an eine Lebensphase erinnern. Und mit manchen Liedern oder mit mancher Musik geht es mir auch so. Und das möchte ich bewahren. Schade, dass man bestimmte Gerüche nicht auf die Art konservieren kann, wie man das. Also eine. Ja. Ah, so ein Bruchteil einer Sekunde. Ja. Okay, das heißt, wir begrüßen jetzt also Billie Eilish. Damit geht's mal los. Ja. All the good girls go to hell. Ja. Warum hast du den auf deine Liste geschrieben? Den habe ich auf meine Liste geschrieben. Das ist tatsächlich Musik, die meiner Tochter extrem gut gefallen hat, eine ganze Zeit lang. Die ist jetzt längst schon wieder, ich weiß nicht, weitergezogen und wo ganz anders gelandet. Ich bin da viel länger hängen geblieben, was, glaube ich, Erwachsene auch eher tun, als Kinder das machen oder Jugendliche das machen. Und ja, das verbindet mich mit meiner Tochter. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't.
turn to ignore, yeah. Don't say I didn't warn, yeah. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, die Schauspielerin Nina Kunzendorf ist heute zu Gast, eine gebürtige Mannheimerin. Du hast Mannheim in der Zeit mal als die ehrlichste Stadt Baden-Württembergs bezeichnet. Was meinst du denn mit ehrlich? Was meine ich mit Baden-Württembergs? Was meine ich mit ehrlich? Ich glaube, das hat mit den Leuten da zu tun. Ich mag die Mannheimer, ich mag die Kurpfälzer, die sind tatsächlich in manchen Bereichen den Berlinern verwandt. So, die Berliner sind ein bisschen unfreundlicher, wobei ich damit auch gut klarkomme. Mannheimer sind geradeaus. Das ist das Gegenteil von irgendwie um Brei rumreden oder freundlich tun und hintenrum irgendwie schlecht reden. Die sind sehr geradeaus und ehrlich. Gibt es denn so eine Art von Lokalpatriotismus? Ja. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen in Köln und habe gedacht, ja, auch da sind die Leute so gerade raus und so weiter. Und man könnte es auch von der Mentalität hin und wieder mit Berlin bezeichnen. Aber der Unterschied ist, und das merke ich im Moment total, ich habe gerade so eine leichte Berlin-Krise, es hat so was sehr Destruktives oft, auch der Stadt gegenüber. In Berlin jetzt? In Berlin, finde ich, genau. Ja. Also man sagt zwar gerne Kiez, aber man schimpft eher auf die Sachen, die nicht funktionieren, als dass man sich überlegt, was man selbst dazu beitragen könnte, dass es anders ist zum Beispiel. Ja. Ne? Und das ist in Köln anders, das merkt man sofort. Aber nimmst du das vielleicht auch nur so wahr, weil du da nicht lebst? Vielleicht wäre das, wenn du da leben würdest, anders? Vielleicht hat man da einen anderen... In Köln? Also ich weiß das von den Kölnern, die ich kenne, dass sie genau das mögen, dass man so das Gefühl hat, dass man die Stadt, man findet die nicht schön, aber man liebt die Stadt. Deswegen gibt es auch diese 1000 Lieder, die eigentlich sind alles Köln-Hymnen und wenn gefeiert wird, und diese Stadt wird immer einbezogen wie so ein Special Guest. Ja, das stimmt. Und ist das in Mannheim ähnlich, dass die Leute so eine Art von Lokalpatriotismus haben, dass sie gerne in dieser Stadt leben, dass sie sozusagen auch das, was nicht so schön ist, entschuldigen? Ich glaube ja. Ich nehme das so wahr. Ich würde denken, dass der Lokalpatriotismus in Köln, die paar Kölner, die ich kenne, die empfinden das wesentlich stärker als jetzt der Mannheimer. Ich glaube, die Mannheimer schimpfen schon auch viel. Ich für mich empfinde das so. Ich weiß gar nicht, ob das so grundsätzlich eine Stimmung da ist. Ich mag die Stadt tatsächlich gerne. Ich bin da sehr gerne. Ich bin Fan von den Adler Mannheim, dem Eishockey. Wirklich? Eishockey-Mannschaft. Ich mag den Dialekt. Ich finde das super da. Kannst du uns mit dem Mannheimer Dialekt mal 2, 3 Erklärsätze geben zu dieser Quadratidee? Also der Legende nach ist ja Manhattan nach dem Vorbild Mannheims entworfen worden. Nämlich mit vermeintlich geraden Linien und diesen Quadraten. Aber das sollst du uns ja erklären als Mannheimerin. Ach, auf Mannheimerisch in meinem Dialekt? Ja, bitte. Ich versuche es erstmal hochdeutsch. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Man wird immer darauf angesprochen, auf die Quadrate. Tatsächlich sind die Quadrate, die sind bloß im Zentrum. Also das ist ein sehr kleiner, wirklich ein kleiner Bereich von Mannheim, der so in Quadrate eingeteilt ist. Und als Mannheimer wächst man damit so selbstverständlich auf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über die Geschichte zu sagen. Sagt man dann man so, sagt, treffen wir uns im Q12 oder so? Ajo, G7. G7, wirklich wie beim Schach? Natürlich. Und das heißt, das ist aber auch eine Adresse, das steht dann drauf. Es steht dann Nina Kunzendorf, G75. Ja. Aber das ist toll. Also ich meine, das setzt eine gewisse Intelligenz voraus, weil es ja schon so ist, dass man sich, Farben und Buchstaben, Farben sage ich schon, Buchstaben und Zahlen in Kombination zu merken, ist ja schwieriger als Königstraße. Ja, andererseits, wenn du dann da bist, glaube ich, ist die Orientierung tatsächlich auf eine Weise leichter, weil du hast halt das ist dann einfach ein Quadrat und du weißt, okay, wenn ich jetzt über die Straße drüber gehen muss, dann nach G7 muss dann, Wenn es mal so einfach wäre, ich habe nämlich gehört, dass die J-Quadrate eigentlich die I-Quadrate sind. Ach du Schande. Ja, es ist nämlich nicht ganz so einfach. Oh. Und die C-Quadrate sind die einzigen mit exakt 8 Häuserblöcken und die L-Quadrate belegen 2 Reihen, aber wir werden das heute nicht lösen können. Der nächste Song, den du mitgebracht hast, kommt von Chet Baker, My Funny Valentine. Mhm.
das verbinde ich tatsächlich sehr mit zu Hause. Ich habe jetzt, als ich überlegt habe, was für Lieder ich aussuche, da sind einige dabei, die ich in meine Kindheit packe oder in meine Jugend packe. Und ich habe das Glück, dass ich in einer Familie, in einem Haus groß geworden bin, in dem ganz, ganz viel Musik gelaufen ist. Ganz viel. Und zwar von Klassik über Jazz, über Pink Floyd, über Hannes Wader bis zu irischer Volksmusik. Und was waren die Quellen? Gab es ein Küchenradio oder gab es im Wohnzimmer eine Stereoanlage? Küchenradio auch immer. Es gab tatsächlich, wenn ich zurückdenke, ganz an den Anfängen, gab es ein Revox-Tonbandgerät. Meine Eltern haben ganz viel Musik aufgenommen. Ich habe das heute noch im Ohr, das Geräusch, wenn die Spule aufhört und dann so durchgeschleift ist. Die haben viel Musiksendungen im Radio aufgenommen. Also wir hatten ganz lange Regale voll mit Revox-Tonbändern. Und etwas später, hat zu tun mit einem anderen Lied, was ich ausgesucht habe, erzähle ich dann nachher noch. Mein Vater ist ein totaler Hi-Fi-Freak. Also das war dann irgendwann eine super Bomben-Stereoanlage bei uns zu Hause. Ah, und die Kinder, aber du hast noch eine Schwester, die ihr Kinder bedienen durftet. Ja, also mit so, als wir klein waren, schon mit einem Blick drauf. Es war jetzt nicht heilig. Das, okay. M-m. Und in diese Zeit fällt Chet Baker. Ja. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Radio 1. Hörbar Brust. Run to You heißt der Song Maya Jane Coles featuring Claudia Kane. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Nina Kunzendorf, wie wir festgestellt haben, gebürtige Mannheimerin. Deine Mutter Schwäbin, dein Vater gebürtig aus Dresden. Wo haben die beiden sich kennengelernt? Sprechen gelernt. Sag mal, gibt's ja gar nicht. Die haben sich im Schwäbischen kennengelernt. An der Schule. Mein Vater war ein paar Klassen über ihr. Okay. Ja. Haben die sich, also wirklich so eine Schulliebe. Das ist ja auch sehr romantisch. Dann gab es zumindest eine Oma, von der ich weiß, die sehr gut gebacken hat. War das so eine richtige Nestwärme-Oma, so eine mit so einem Dutt und mit so einer Ja, Nestwärme, dazu war sie zu tough. Also das ist so jetzt nicht so eine ganz weiche Oma gewesen, sondern so eine sehr bodenständige, sehr schwäbische, eine, die so durchaus auch, wenn die zu uns zu Besuch kam, mussten wir aufräumen vor. Weil immer der Kaiser kommt, es muss alles aufräumen. Ah, okay. Also die war schon, war schon was genau Schwäbisches, auch. Aber ich habe die sehr geliebt. Ich habe die wirklich sehr geliebt. War da auch tatsächlich gerne und habe das Backen bei ihr gelernt und habe mit der Fußball geguckt. Die war VfB-Fan. Hat über FC Bayern schon damals immer geschimpft. Der scheiß Bayern, immer müsste die gewinnen. So, das verbinde ich mit meiner Großmutter. Du hast Angst vorm Einschlafen gehabt eine Zeit lang. Mhm. Die Vorstellung,
dass du bei anderen Eltern aufwachst, hat dir Angst gemacht. Das, das ist ganz rührend. Wie konnte dir diese Angst genommen werden? Ja, das ist tatsächlich die Frage, kann ich gar nicht gut beantworten. Ich weiß auch nicht, ich nehme an, es kommt daher oder kam überhaupt daher, dass ich wirklich, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Das habe ich heute noch und das hatte ich als Kind. Ich habe wirklich ein verdammtes Glück mit meiner Familie. Und ich denke mal, dass mir das als Kind auch schon so bewusst war, dass ich dachte, ich habe wirklich da einen Schatz. Ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Und daraus dann die Angst erwuchs, was ist, wenn das aber eine ganz andere Welt ist, in die ich eigentlich gehöre. Wie mir das genommen wurde, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das hat einfach, irgendwann haben die Träume aufgehört. Oder? Das ist es ja wahrscheinlich, dass du unglücklich oder intensiv geträumt hast, möglicherweise. Dass du, wenn du aufgewacht hast, vielleicht unsicher warst oder Angst hattest, was ja Erwachsenen genauso passiert wie Kindern. Ja. Na, was ich erinnere, ich weiß tatsächlich aber auch gar nicht mehr wirklich, wie alt ich da war, relativ klein. Ich erinnere, dass ich an die Träume selber, es gab so ein paar Träume, die immer wieder kamen, aber woran ich mich erinnere jetzt in dem Zusammenhang, was du beschreibst, ist, dass ich hatte Angst einzuschlafen. Ich hatte Angst einzuschlafen, weil ich gedacht habe, wenn ich einschlafe, schlafe ich nicht eigentlich ein, sondern ich wache auf in die eigentliche Welt. Das ist, glaube ich, auch so eine, das ist ja was ganz, ich glaube Indianer, also indigene Völker. Gibt es Menschen, die das umdrehen. Also das, was wir für Realität halten, ist der Traum und umgekehrt. Ja. Ich finde das auch wirklich spannend, dass, wer weiß, ob es nicht wirklich so ist. Also die Intensität, mit der wir im Traum bestimmte Dinge wahrnehmen und die Zeit, von der wir glauben, dass wir, ne, das sind ja dann gemessen irgendwie in so einem Schlaflabor 2-3 Sekunden, aber wenn du träumst, hast du das Gefühl, es sind Stunden, wenn du gejagt wirst oder irgendwo runterspringst oder fliegst oder was auch immer. Apropos Fliegen, du hast in einem Netflix-Film mitgewirkt, Freaks, in dem junge Leute mit Superkräften ausgestattet sind und das so spüren. Elektromann oder wie hieß der eine Typ, der das irgendwie sehr spät erst entdeckt. Wenn du dir so eine Superkraft aussuchen könntest, was wäre das? Würdest du an Fassaden hochgehen, um das Treppenhaus zu sparen, oder würdest du Leute umhauen? Würdest du? Nee, ich glaube, wahrscheinlich würde ich eher sowas wie, ich finde spannend, die Vorstellung, mich unsichtbar machen zu können. Interessant. Das glaube ich eher. In welchen Situationen wünschst du dir das denn? In unterschiedlichen Situationen, wo man, weiß ich nicht, Menschen eine Freude machen kann, aber nicht dabei erkannt werden möchte. Das finde ich irgendwie eine ganz reizvolle Vorstellung. Ich finde auch eine sehr reizvolle Vorstellung, Dinge manipulieren zu dürfen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Was wäre das zum Beispiel? Was würdest du manipulieren, wenn du heute unsichtbar wärst? Oh, weiß ich gar nicht, was würde ich machen? Ich Trump in die Kniekehle. Ja, stimmt, beißen, man könnte ja eigentlich, während er Moment, gibt es irgendwelche so viel? Wahlkampfauftritte hat und das alle 2 Minuten. Stimmt, da könnte man einiges machen, wenn man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden könnte, wenn man unsichtbar ist. Ja, stimmt, eine schöne Idee. Den Wunsch, Schauspielerin zu werden, ich weiß nicht, ob du den damals schon in der Schule entwickelt hast, es gab so eine Kirchengruppe, bei der du mitgemacht hast, und es gab dann später auch, glaube ich, an der Schule eine Gruppe, in der du Theater gespielt hast. Wusstest du gleich, dass es das ist, was du später machen würdest? Nee, ich hab das total gerne gemacht, aber ich wusste das gar nicht. Also mir hat das viel Freude gemacht, aber ich habe nach dem Abitur eigentlich vorgehabt, Literaturwissenschaften zu studieren. Ich wollte studieren. Und das Theaterspielen hat mir aber so viel Freude gemacht, dass ich gedacht habe, ich probiere das mal. Ich kann im Nachhinein nicht mehr genau sagen, ob das tatsächlich auch in der Wertigkeit so war oder ob ich mir das so ein bisschen so hingebastelt habe, um mich zu schützen davor, wenn es nicht klappt, dass man dann sehr enttäuscht ist. So, ich bin immer eher ein Zweckpessimist. Insofern weiß ich das gar nicht, aber es war auf dem Papier quasi Plan B. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule gemacht und habe die erste bestanden. Und ab da hatte ich einfach eine Aneinanderreihung von Glück mit allem, was mit meinem Beruf zusammenhängt. Vielleicht hat es wirklich was damit zu tun gehabt, dass es dir jetzt nicht so wichtig war und dass du eine Alternative hattest. Kann gut sein, ja. Es gab ja mal eine Zeit, in der du, da warst du, glaube ich, sehr viel jünger, tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt hast, vielleicht Hebamme zu werden. Ja, ist das? Ja,
aber tatsächlich auch zu einem Alter, wo man das durchaus schon ernst nehmen kann. Also nicht so mit 4, 5, wo man so sagt, ich will Feuerwehrmann werden oder sowas, sondern Hebamme hat sich relativ lange hartnäckig gehalten. Bestimmt bis ich 15, 16 war, sowas, dachte ich, das wäre toll. Ich finde das auch tatsächlich heute noch toll. Du hast für eine Rolle mal ein Praktikum oder so eine oder so freiwillige Tage in einem Zentrum in Charlottenburg, glaube ich, verbracht. So, ne? Ja. Gut, du hilfst, es ist eine sehr verantwortungsvolle, ja. Es ist ein sehr verantwortungsvoller Job, der, beschissen, ich weiß gar nicht, ob diese Situation, genau, ich wollte gerade sagen, vor ein paar Jahren kam das ja mal so auf, wie wenig Hebammen eigentlich verdienen und dass sie aber eine hohe Summe an die Versicherung zahlen müssen. Ja, unfassbar. Ne? Ja. Hat sich das, weißt du zufällig, ob sich das irgendwie verändert hat? Man hat jetzt lange nichts gehört. Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert. Ja. Mhm. Okay. Aber das ist ja dann, das ist es offensichtlich nicht geworden. Du hast dich dafür entschieden. Hast du denn, bevor du, also nach dem Abitur und dann kam das Vorsprechen, hast du dazwischen irgendwie sowas wie ein Auslandsjahr gehabt oder bist du gereist? Nee, ich hatte, glaube ich, ein gutes halbes Jahr dazwischen und habe am Theater hospitiert, am Kinder- und Jugendtheater in Mannheim hospitiert und bin ein bisschen rumgehangen und habe auch die Zeit nach dem Abitur und vor dem Schauspielstudium gar nicht so schön in Erinnerung. Ich weiß, dass das irgendwie, das war eine komische Zeit, wenn du so aus so einem Koordinatensystem, aus so einer Struktur so rausfällst und noch nicht wirklich eine andere da ist. Ich habe, das ist, in meiner Erinnerung war das keine schöne Zeit. Zumal, wenn du sie dir selbst organisieren darfst oder musst, ne? Das muss man auch erstmal lernen, glaube ich, sich diese Struktur drauf zu schaffen. Hättest du jetzt in der Rückschau, wenn es das gegeben hätte, unter diesem Label ein freiwilliges soziales Jahr vielleicht in Betracht gezogen? Also es ist mir tatsächlich damals 0,0 in den Sinn gekommen. Aber komischerweise auch, das ist eher das, was ich jetzt im Nachhinein denke, was ich vermisse. Ich hätte mehr reisen sollen. So, das ist so, dass ich im Nachhinein denke, so, sei es während der Schulzeit oder eben genau wirklich zwischen Schulzeit und dann dem Studium, das hätte ich machen sollen. Das geht mir ab. Das finde ich tatsächlich schade. Auch an das Alter gebunden, weil letztendlich, du kannst ja jederzeit, nicht jederzeit, aber du im Moment sowieso nicht, aber du könntest viele Reisen noch nachholen. Also Orte, die vielleicht so Sehnsuchtsorte für viele ist, das zum Beispiel Island. Ja. Warst du mal da? Nee. Oder reizt dich das? Reizt mich sehr. Mhm. Das reizt mich sehr und ich würde wahnsinnig gerne, ich war in Neuseeland, das ist viele, viele Jahre her und das ist so mit die schönste Reise überhaupt gewesen. Da will ich unbedingt nochmal wieder hin. Steve Winwood hast du mitgebracht, Higher Love. Da leuchten deine Augen. Ja, weil das schließt sich an das, was ich vorher erzählt habe. Mein Vater ist ein totaler Hi-Fi-Freak gewesen und es gab eine Zeit, da hat er Anlagen zu Hause ausprobiert. Das heißt, wir hatten eine Zeit lang alle 2 Tage neue Boxen da stehen oder neue CD-Spieler oder neue Verstärker. Dann wurden verschiedene Kabel ausprobiert, weil auch die Kabel einen Einfluss haben auf die Tonqualität. Und wir haben immer Probehören gemacht. Also ich erinnere mich, und das verbinde ich mit diesem Lied. Das hat er damals gar nicht ausgesucht, weil er das Tollste fand, dass das tollste Lied war, sondern weil die Aufnahmetechnik so grandios war, dass das Testlied war. Das heißt, du musst dir vorstellen, die Familie saß auf dem schwarzen Ledersofa vor der Anlage und hat 150.000 Mal dieses Lied, und es gab noch eins von Ulla Meinecke, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, und haben die gehört und dann wurde getestet, wie sind da die Bässe und hört ihr das und da, so. Das hat deine Mutter das geteilt, diese Begeisterung? Nee, die Dimension hat sie nicht wirklich mitgetragen, aber sie teilt die Begeisterung für Musik. Das haben beide wirklich sehr. Die rennen heute noch, jetzt im Moment natürlich leider nicht, aber die gehen heute noch auf ganz viele Konzerte, Jazzkonzerte, super, Klassikkonzerte und hören tatsächlich viel Musik. Stars above, without it,
Die Schauspielerin Nina Kunzendorf ist heute hier zu Gast. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. 1992 bis 96 hast du an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Hamburg studiert. Und gleich, du hast ja schon vorhin erwähnt, das erste Vorsprechen, das klappte schon. Du warst ein bisschen irritiert, weil deine Kommilitonen sich am Wochenende immer in die Studios zurückgezogen haben. Und du selbst geübt haben. Ja. Ja, ich konnte das nicht. Ich kann das heute noch nicht. Ich bewundere das immer, wenn Kollegen und Kolleginnen von mir sagen, dass sie dann so Rollen vorbereiten oder Hörbücher dann vorher so laut üben. Ich kann das, ich kann das nicht. Und ich meine das gar nicht. Also ich glaube, dass das wirklich ein Mangel ist. Ich würde das gerne können. Ich kann das nicht. Ich konnte das schon an der Schauspielschule nicht. Das bedeutet, du bist, das ist situativ. Also, dass du in dem Moment erst entscheidest, wie du etwas spielst oder sagst oder was meinst du damit? Ja, das kann natürlich auch schrecklich in die Hose gehen, wenn man dann einfach mit dem Kollegen oder der Kollegin nicht wirklich zusammenkommt oder nicht die Situation nicht so gut gebaut ist, dass sich das dann findet. Aber ich habe mich immer, ich höre zum Beispiel auch nicht gerne meine Stimme. Wenn ich Hörbücher einlese, ich höre die nie hinterher. Ich kann mir das nicht anhören. Ich würde sofort weglaufen und nie wieder ein Hörbuch. Immer noch nicht? Also ich meine, ich gucke inzwischen entspannter Filme. Das kann ich. Also das kann ich inzwischen und das kann ich auch inzwischen so, dass die Augen auf sind und nicht so Schlitzen zu und ich die ganze Zeit so am rummeckern bin. Das kann ich besser. Aber dieses in so ein Schauspielstudio gehen und dann so einen Monolog üben, das kam mir immer komisch vor. Aber da bist du doch mit dir. Du bist doch mit dir. Kommt dir das vor dir selbst komisch vor? Weil du dich als Darstellerin von außen selbst wahrnimmst oder was meinst du? Was ist das Komische? Also in dem Fall ist das natürlich, hat das sicherlich mit Fehlen von Zuschauer oder Regie oder dass du da fehlt ja der Spielpartner, es fehlt der Regisseur, die Regisseurin, es fehlt der Zuschauer. Da ist ja gar nichts. Das ist ja dann einfach nur ein leerer Raum und da fühle ich mich so auf mich selber zurückgeworfen, dass mir das, kommt mir sowieso mein Beruf sehr häufig sehr albern vor, aber dann denke ich, dass ich das kommt mir so bekloppt vor. Ich weiß, ich habe mich einmal mit einer Kommilitonin, haben wir uns am Wochenende ins Schauspielstudio eingeschlossen und haben Maria Stuart und Elisabeth diese große Streitszene geübt. Und die Kommilitonin von mir hat gesagt, das wäre jetzt eine super Idee, wenn wir uns an den Händen, das fällt mir jetzt gerade ein, an den Händen auf dem Rücken so zusammenfesseln, damit man so die Spannung erhöht. Und dann haben wir uns aber nicht mehr auseinandergekriegt. Das heißt, wir saßen in Hamburg an einem Wochenende im Schauspielstudio C und hatten gefesselte Hände. Wow. Das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Ihr habt euch dann durch Klopfen mit der Stirn an die Tür bemerkbar gemacht oder was habt ihr gemacht? Wir haben uns irgendwie diese Fesseln befreit. Aber jetzt, da du es sagst, fällt es mir auf, wir sind in etwa eine Generation und was viele Leute, die ungefähr so alt sind wie wir, plus minus, oft verbindet, ist erstens tatsächlich so ein gestörtes Verhältnis, was die Selbstwahrnehmung angeht, dass man das so unangenehm wahrnimmt. Das ist ja auch die Generation Anrufbeantworter. Mhm. Ich erinnere mich, also ich schließe mich da auch durchaus mit ein, wie viele Leute da immer einen Riesenbohai gemacht haben, bis die Ansage endlich stimmte und sie sich das, weil sie ihre eigene Stimme nicht ertragen konnten. Und das andere, das habe ich auch in irgendeinem Interview mal gelesen, dass du gesagt hast, sinngemäß, ich habe ganz lange gebraucht, um meinen Beruf auch und meine Leistungen zu akzeptieren, weil ich immer dachte, ich fliege auf, ich kann doch eigentlich gar nichts und es wird nicht mehr lange dauern, bis alle dahinter kommen. Und auch das ist eine ganz typische Aussage für Leute unserer Generation. Ehrlich gesagt, hauptsächlich für Frauen, würde ich sogar behaupten. Ich glaube tatsächlich, dass das mehr weibliche Wesen. Bestimmt, das ist eine Frau. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung. Es ist wahrscheinlich so. Jetzt möchte ich nur mich fragen, wenn man jetzt, ich weiß nicht, deine Tochter ist jetzt in so einem Alter, aber wenn man sich jetzt mal so junge Mädchen anguckt, die mit einer ganz anderen, mit so einem ganz anderen Selbstverständnis rangehen, das unterscheidet sich ja total, die Art der Selbstdarstellung. Oder? Also da ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so, also weniger Zweifel, was ja hoffentlich weniger Zweifel
Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ist das so? Also es ist sicherlich eine viel größere Selbstdarstellung und durch diese ganzen irgendwie Instagram-Videos und Fotos posten und Filmchen posten und sowas, glaube ich, ist quasi das Konfrontiertsein mit der eigenen Abbildung. Genau, das ist anders. Das ist anders. Das glaube ich auf jeden Fall. Das ist mir total fremd. Das ist mir wirklich fremd. Ich gucke ja auch komischerweise, wenn wir drehen, zum Beispiel, es gibt viele Kollegen, Kolleginnen von mir, die sich kurz vorm Dreh nochmal im Spiegel angucken. So, um zu checken, ob die Haare sitzen oder so. Und gar nicht unbedingt im Sinne von, sehe ich hübsch aus, sondern stimmt das jetzt für die Figur? Das mache ich nie. Das mache ich nie, weil mich das zutiefst irritiert, weil meine eigene innere Wahrnehmung immer eine andere ist als das Bild, was mir entgegenschlägt. Du hast die Eurythmics mitgebracht, Love is a Stranger. Ja. Und warst du auch verliebt in Annie Lennox? Ja, das ist tatsächlich auch eine Musik, die ich heute noch, ich finde das super, grandios. Absolut. Ich finde das nach. Ich habe das ausgesucht, weil ich bin 80er Jahre Musikkind. So, da hätte ich mehrere Sachen aussuchen können, aber die sind mir so in Erinnerung, dass ich denke, das habe ich heute noch Bock zu hören. Abgesehen davon ist es ein grandioser Text. Radio 1. Hörbar Brust. Radio 1, die Hörbar Brust heute mit der Schauspielerin Nina Kunzendorf. Hat das Studium das gehalten, was du dir darunter vorgestellt hast? Oder was du dir davon versprochen hast? Erstmal insofern schon, weil das Studium sehr Theater, also die Ausbildung an der Schauspielschule ist sehr theaterlastig. Da hat man nicht wirklich Berührung mit dem, was einem dann begegnet, wenn man anfängt zu drehen. Und da ich die allerersten Jahre oder einige Jahre nach der Schauspielschule tatsächlich nur Theater gespielt habe, war das schon, hatte das durchaus damit zu tun, ja. Gibt es so einen Spirit, der euch vermittelt wurde? Keine Ahnung, das wird von euch erwartet, so dieses Schauspielerinnensein, Schauspielersein, das bedeutet Folgendes. Ja, ich erinnere mich, es gab einen Schauspiellehrer älterer Schule, der uns schon sowas vermittelt hat, wie man muss besessen sein von dem Beruf und auch so ein bisschen in die Richtung ging, jeder Schauspieler hat irgendwie eine Meise, so ein bisschen. Und vor allem die guten Schauspieler haben alle irgendwie eine Schacke. Würdest du dem widersprechen? Ich würde dem vehement widersprechen, aber auch aus Eigennutz, weil ich weder das eine noch das andere bin. Aber ich weiß, dass mich das hat mich tierisch irritiert und es hat mich auch unter Druck gesetzt, weil ich ganz lange damit beschäftigt war zu denken, ich muss besessen sein von diesem Beruf. Es muss mein Ein und Alles sein und ich muss mir irgendwie, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Meisen habe. Ich habe diverse, aber ich glaube nicht die, die man so Künstlern oder Schauspielern oder so dieser Ecke so zu klischeehaft sicherlich zuordnen würde. Ich habe das nicht und das hat mich tierisch gestresst. Beschreib mal dieses Klischee noch etwas näher, bitte. Naja, ich glaube, das ist tatsächlich, also das eine ist eben eine bestimmte Art von Besessenheit, also dass der Beruf das Ein und Alles ist. Und ich habe viele Freunde auch, die den gleichen Beruf machen, die wirklich auch mit 3, 4 Gefühl schon wussten, dass sie Schauspieler werden möchten. Und da habe ich immer schon gedacht, oh Gott, scheiße, das war bei mir nie so. Deshalb ist das nur, ich bin das irgendwie nur so ein bisschen, das ist quasi wie so ein Plan B-Ding auch letztlich geblieben. Und das andere ist, also ich glaube, dass die Klischeevorstellung immer einhergeht mit einer bestimmten Form von Egozentrik, mit einer bestimmten Art von Exaltiertheit, mit was einem tatsächlich auch begegnet, dass
Menschen so denken, oh, Schauspieler sind Leute, die können in jeder Situation, können die sich irgendwie assimilieren oder sich entsprechend verhalten, weil die springen dann halt einfach nur in eine Rolle so rein. Und da, oder dass einem auch ein bisschen mit Misstrauen begegnet wird im Sinne von, ist das jetzt echt, wie die mir begegnet, oder ist das eigentlich nur gespielt, vorgetäuscht und so. Ja, wann dreht er sich denn bei dir diese Selbstwahrnehmung? Also im Sinne von, dass du wegkamst von dieser Irritation und hin zu einer Art von Beruhigung, wie ich mir vorstellen kann. Denn letztendlich ist ja das, was du empfindest, was viel Gesünderes, ne? Diese Nichtbesessenheit und dass du tatsächlich, du hast deine Familie und du könntest theoretisch auch, ja, wenn nicht also, Schreinerin, dann Hebamme oder Bäuerin oder was weiß ich werden oder forensische Psychiaterin. Also die ersten Jahre waren tatsächlich da sehr geprägt von, wobei viel mehr noch wirklich von der Angst, das, was du vorhin beschrieben hast, also von der Angst, der Schwindel fliegt irgendwann auf, den fällt, es muss jetzt bald allen auffallen, dass das alles total, das ist totaler Humbug. Die kann gar nichts. Das ist, wobei das was ist, was viele kennen. Also das kennen viele, das hat natürlich damit zu tun, dass das ein Beruf ist, der nie, das ist ja nicht so, dass du weißt, das kann ich jetzt, das wende ich immer wieder an und das funktioniert. Matthias Brandt hat das mal gesagt, der hat gesagt, für ihn, weiß nicht, ob er das heute noch so sagen würde, aber es ist mir im Kopf geblieben, der hat gesagt, für ihn ist jeder Drehtag so wie, jeder erste Drehtag so wie nackt Bus fahren. Und das stimmt. Das stimmt. So, also ich war lange wirklich geplagt von Angst, bis hin zu, dass ich vor lauter Panik auf der Bühne eingeschlafen bin. Weil ich wirklich. Das musst du mal, das ist ja das Paradoxeste, was man sich vorstellen kann. Dass man, also dass ich jetzt eigentlich denken würde, dass diese Art von Angst, von Lampenfieber dazu führt, dass du so voller Adrenalin bist, dass du einfach nicht zur Ruhe kommst und dich vielleicht nicht konzentrieren kannst. Mhm. Aber dass dieses Paradoxe passiert, dass du einschläfst. Ich habe mir das erklären lassen. Also es gibt eben tatsächlich genau die zwei Richtungen, in die du dich in so einer Situation reitest. Ja. Das heißt, auch bei den Tieren heißt das Fight-or-Flight-Syndrome. Also das entweder du mobilisierst wirklich alle Kräfte und gehst in Angriff oder rennst weg, oder der Körper fährt wirklich die alle Funktionen so weit runter, dass du in Paralyse kommst. Und das war bei mir so. Ich hatte so existenzielle Panik davor aufzutreten und das leider echt lange. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verloren. Warum bist du dabei geblieben? Also ich kenne diese unglaubliche Angst und ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns jetzt zuhören, das wie auch immer in ihrem Leben auch durchaus erlebt haben, in welchen Situationen auch immer. Und sei es, dass man immer wieder aufs Neue Angst hat und wenn es jedes Mal so existenziell war, warum bist du dabei geblieben? Also wirklich richtig existenziell war das zu der Zeit in Hamburg am Schauspielhaus, obwohl ich da eine ganz tolle Zeit hatte und sehr gerne war. Dann hatte ich ein knappes Jahr Pause zwischen dem Engagement und dem nächsten in München. Und das war der gleiche Intendant. Und das war schon mal so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, okay, also wenn der mich jetzt mitnimmt nach München. Dann kannst du so schlecht dann nicht sein. Kann das nicht sein, dass ich dass das alles Grütze ist, was ich mache. Das war ein Schlüsselerlebnis, wobei Nervosität mich immer noch begleitet hat, also eigentlich auch bei jeder Premiere. Ich war immer so, dass das hat sich weitergezogen letztlich bis zum Schluss, dass ich nie Vorstellungen spielen wollte. Ich würde immer wahnsinnig gerne probieren, bis der Arzt kommt, aber Vorstellungen hätte ich komplett sausen lassen können. Immer. Immer schon. Und beim Drehen ist es aber dann doch nochmal ein bisschen, also auch Lampenfieber vom ersten Dreh. Ja. Aber das legt sich dann schneller als beim Theater, weil du immer wieder aufs Neue dir dein Publikum erspielen musst, oder wie würdest du, oder hat sich das auch gelegt beim Theater? Naja, ich habe nochmal Theater gespielt, jetzt hier in Berlin. Das waren beides mal eine Produktion, die, wo ich sehr aufgehoben war in einem Spielensemble, also nicht irgendwie erste Reihe alleine. Insofern war das, was das betrifft, sehr heilsam und auch, das habe ich, was Nervosität anging, gut hingekriegt. Beim Drehen, ich bin am Anfang immer tierisch nervös. So, das ist das mit diesem Nacktbusfahren. Ich fahre schon am Anfang extrem Nacktbus und das ist kein schönes Gefühl. Jeff Buckley hast du mitgebracht mit Halleluja. Und das steht wofür? Wir sind im Thema für Theater. Das verbinde ich mit meiner schönsten Theaterzeit, die ich in München an Kammerspielen verbracht habe. Zwei Regisseure gab, mit denen ich viel und sehr, sehr gerne gearbeitet haben, Jossi Wieler und Johann Simons. Und speziell dieses Lied
hat das ganze Spielensemble von einer Produktion, die wir mit Johann Simons gemacht haben, immer vor der Vorstellung gehört. Das heißt, alle Schauspieler saßen, auf der Bühne war wie so ein Zuschauerraum aufgebaut. Das heißt, es spiegelte sich und wir Schauspieler saßen auf der Bühne in dem Raum und haben alle zusammen das Lied angehört. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Nina Kunzendorf, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Teaser auf eine aktuelle Arbeit, die du gemacht hast. Altes Land, das ist ein Zweiteiler, läuft heute in 2 Wochen, läuft der erste Teil. Und also wenn Sie es als Radiosendung hören, als Podcast, möchte ich Ihnen sagen, 15. und 16. November. Und wenn das schon hinter uns liegt, dann werden Sie den Zweiteiler sicherlich in der ZDF-Mediathek noch finden. Eine großartige Besetzung. Allen voran Iris Berben, Svenja Liesau hat meine Tochter gespielt, Peter Kurt, Milan Peschel, Caroline Eichhorn, also lauter ganz toll. Maria Erich ist dabei, ja. Genau. Und tatsächlich, das ist die unalteste Rolle, in der ich Frau Berben jemals gesehen habe. Also sie lebt auf dem Land, sie ist eine alte Frau in dem Und Film. Und so schön. Wunderschön. Ich finde Iris so schön in diesem Film. Ich finde wirklich, ich habe das gesehen, also ich habe sie ja natürlich beim Drehen auch gesehen, aber so eine schöne Frau, ja. Erzählt wird die Geschichte einer Familie, 3 Generationen. Was kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern? Kann man verraten. Naja, es ist, was du sagst. Es ist, für mich ist das wie ein Sherry Holman, die Regisseurin, hat wie ein Teppich gewebt. So empfinde ich das. Ein Teppich aus sehr vielen Flecken, der zusammen ein Bild ergibt, was erzählt über Familie, über Geschichte, über Wurzeln. Wo kommen wir her? Wo wollen wir eigentlich hin? Viel auch über, was für eine Rolle habe ich innerhalb der Familie, weil die andere Rolle unter Umständen schon weg ist. Alle haben eine Schlagseite, finde ich. Alle haben Mangel, alle haben Defizit, kommen aber nicht wirklich in Kommunikation miteinander. So. Ja, das hast du gut beschrieben. Ich finde, man möchte so auf Pause drücken manchmal und diese Figuren sich kurz rausziehen und sagen, hey, so, kann den mal jemand kurz in den Arm nehmen? Mhm. Und jetzt geh doch mal dahin und frag doch mal. Ist doch irgendwie gar nicht so schlimm. Also man kann es aushalten. Ich bin als Zuschauerin manchmal so ein bisschen nervös, wenn Missverständnisse zum Beispiel zu lange gären und ich es dann nicht aushalte, dass nicht einer irgendwas sagt. Sag aber das ist in diesem Film, finde ich, nicht, oder in diesen beiden Filmen nicht der Fall, sondern es zeigt auch, was uns was uns zu den Menschen werden lässt, die wir geworden sind. Vielleicht dann auch ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Aufmerksamkeit oder eine Pflicht, sich aufzuopfern oder eine mangelnde Wahl an Optionen oder so. Also finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch so diese Stimmungen, die auch zwischen Töchtern und Müttern
Ja, wobei die Stimmungen sind natürlich nicht so schön. Ja gut, aber sie sind auch nicht so ungewöhnlich. Also es ist ja oft so, dass zwischen Müttern und Töchtern eine spezielle Art der Kommunikation entsteht. Also eigentlich dann doch so eine Liebe, aber die wird oft so überdeckt von so Trigger-Momenten. Mhm. Du schaffst es innerhalb von einer Sekunde, mich von 0 auf 100 zu bringen. Mhm. Und dann streitet man, statt eigentlich miteinander zu reden, gute Zeit zu haben oder miteinander zu reden. Ja. Naja, oder man gibt das weiter, was man selber erfahren hat oder was man nicht erfahren hat. Ja. Genau. Auf jeden Fall hervorzuheben ist Milan Peschel in dieser Rolle, der auch in der Altersmaske und gerade in der Altersmaske über sich hinaus spielt. Irgendwie, das kann man nicht anders sagen. Ja, das ist fantastisch. Also die Maske muss ich sowieso über den Klee loben. Das war wirklich grandios, was sie gemacht haben. Also so grandios, dass du auch wirklich im Tageslicht einen Meter vor den Kollegen stehend nicht gesehen hast, dass da Ohrläppchen angeklebt waren. Und Milan ist, ich finde das zum Niederknien, weil das Maske ist das eine, das andere ist, du musst das in den Körper kriegen, du musst das in die Stimme kriegen. Ich finde das ganz, ganz großartig. Ja. Aber auch Peter Kurt, den man auch nochmal, also es ist ein Film, der durch die Frauen lebt, durch die Frauenrollen lebt. Aber ganz toll flankiert wird, wenn man das so will. Also, Altes Land, Teil 1 am 15., Teil 2 am 16. November im ZDF und danach in der Mediathek. Der erste Teil, nur dass sie es nicht durcheinander bringen, wie vielleicht andere Menschen. Der erste Teil heißt Ankommen und der zweite Teil heißt Bleiben. Wenn sie es in der falschen Reihenfolge sehen, dann könnte das am Anfang zu Irritationen führen. So, es gibt aber noch eine zweite Produktion, auf die wir gleich im nächsten Teil hinweisen. Mhm. Erst hören wir Laura Marling, What He Wrote. Yeah. Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. Radio 1. Hörbar Brust. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Nina Kunzendorf. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf unseren Podcast hinweisen. Vielleicht hören Sie diese Sendung ja auch als Podcast. Hallo. Aber falls nicht, Sie können jederzeit sich Interviews anhören, die wir archiviert haben. Zum Beispiel mit Joachim Meyerhoff oder Max Rabe, Atze Schröder, Dirk Stermann, Corinna Harfuch, Barbara Sukowa, Henry Hübchen, Stumpen, Igor Levit, Fritz Karl und so weiter und so fort. Sehr unterschiedliche Leute. Und heute ist die Schauspielerin Nina Kunzendorf zu Gast. Wir haben eben schon darauf hingewiesen, am 15. und 16. November im ZDF läuft Altes Land, ein Zweiteiler. Und am 18. November in der ARD Ökozid. Spielt im Jahr 2034. Ja. Die Klimakatastrophe hat sich zugespitzt. Zu welchen Folgen führt das? Ökozid ist eine Gerichtsverhandlung. Tatsächlich eigentlich über den ganzen Film hinweg eine fiktive Gerichtsverhandlung im Jahr, was du gesagt hast, im Jahr 2034, wo 31 Staaten des sogenannten globalen Südens die Bundesrepublik Deutschland verklagen auf Schadensersatz.
wegen Unterlassung im Zusammenhang mit Klimaschutz. Das ist insofern ein geschickter Winkelzug von Andres Feil, der das Buch geschrieben hat, mit Jutta Doberstein zusammen, weil die Zeit, die aber dann vor Gericht verhandelt wird, eine ist, die wir wirklich jetzt auch schon kennen. Also die Zeit, die verhandelt wird, ist nicht eine in der Zukunft. Wir reden nicht über 2025 über die Versäumnisse, sondern wir reden über die Versäumnisse in der Schröder- und in der Merkel-Ära. Der Gerichtshof musste, glaube ich, auch umziehen wegen Überschwemmung. Wegen Überschwemmung zum zweiten Mal oder so. Mhm. Es gab, genau. Du spielst die Anwältin der Klägerstaaten. Wie lautet denn so eine Anklage? Wie lautet denn so ein Vorwurf, der an Deutschland gerichtet wird? Also es wird tatsächlich anhand von relativ prägnanten Beispielen, also Automobilhandel, Emissionshandel, wird nachgewiesen, warum die Bundesrepublik Deutschland massive Unterlassungen im Zusammenhang mit Klimaschutz zu verantworten hat und damit verantwortlich oder mitverantwortlich ist für die Schäden, die in den Klägerstaaten angerichtet sind. Und das ist ja jetzt schon so. Also und die Klägerstaaten sind dann aber also es ist dann kein europäischer Staat, sondern es geht um Bangladesch und so. Da haben sich 31 Staaten zusammengetan, die tatsächlich auch jetzt schon und dann 2034 noch sehr viel mehr von der Klimakatastrophe betroffen sein werden. Mhm. Wir erleben das ja alle hier immer noch relativ virtuell und immer noch so, dass ein Großteil der Leute denkt, ach, wenn die Sommer ein bisschen wärmer werden, ist auch nicht so wirklich schlimm, aber das wird sich noch zuspitzen. Und ich habe geht mir wirklich selten so. Ich habe das Drehbuch bekommen, habe das gelesen, habe das zugeklappt, meine Agentur angerufen, habe gesagt, ich will das machen. Und auch wenn ich Catering mache und meine Klamotten selber mitbringen muss, ist mir wurscht. Ich möchte da mitmachen. Das ist hervorragend recherchiert, ganz toll geschrieben. Das ist natürlich eine anspruchsvolle Sache, so. Also die erfordert beim Zuschauen, glaube ich, viel Konzentration, viel Aufmerksamkeit, geht sehr ins Detail, ist bombenmäßig recherchiert und ist, eine unglaublich wichtige Produktion. Also ich hoffe in dem Fall wirklich, mir ist sonst Quote immer scheißegal, ich sag's wie es ist, in dem Fall nicht. Ich hoffe wirklich, dass das viele Leute gucken. Du hast seit einer Produktion, die du mit Anke Engelke zusammen gemacht hast, bist du, glaube ich, da das erste Mal wieder auf einer Demo gewesen, eine TTIP-Demo. Und seitdem regelmäßig, das ist deine Art auch, deinen Unmut zu bekunden. Mhm. Wie gehst du denn mit solchen apokalyptischen Szenarien um? Also du hast auch zwei Kinder, das ist sicherlich nochmal was ganz anderes, dass man sich dann auch überlegt, okay. Wie leben die, wenn sie? Wie leben die? Was wird dann passieren? Also wenn du jetzt sagst, dass du so ein Drehbuch liest und sofort sagst, ich bin dabei. Es gibt ja auch viele Leute, die so reagieren, dass sie sagen, ganz ehrlich, ich finde es ganz schlimm und ich versuche zu machen, was ich machen kann, aber wenn ich mich damit auseinandersetze, dann werde ich panisch, dann erstarre ich. Ist das bei dir auch? Ja, das geht mir tatsächlich auch so, wobei ich also im Moment, und ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, ich bin ein Nachrichten-Junkie im Moment, ich konsumiere das nicht über Bild, das kann ich nicht gut, ich schaue nicht Nachrichten, ich höre tatsächlich ganz viel Radio und lese. Du hast viel Deutschlandfunk, ne? Ich bin leidenschaftlicher Deutschlandfunkhörer, ist morgens das Erste. Ich komme in die Küche und mache Radio an und als Zweites die Kaffeemaschine. Ich lese viel Zeitung, auch richtig papierende Zeitung. Ich mag das sehr und muss aber tatsächlich im Moment aufpassen, weil ich merke, dass mich das legt sich schon allmählich so schwer auf mein Gemüt. So, dass, ja, und es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Ob das jetzt Corona ist, Klimawandel, die Wahlen in den USA, die politische Situation in Polen, Ungarn etc. Mich belastet und beschwert das sehr. Umso mehr merke ich aber, dass das tatsächlich für mich ein Weg ist, damit umzugehen, dass ich das ein Ventil ist für mich, wirklich zu demonstrieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und habe auch wirklich das Gefühl, dass das eine Aufmerksamkeit hat. Und ich versuche, soweit das geht, in meinem Alltagsleben bewusst zu leben. Also ich halte fest an dem Gedanken, dass jeder Einzelne viel dazu beitragen kann, wenngleich ich mit viel größerer Vehemenz sagen würde, dass die Politik und die Wirtschaft handeln muss, und zwar jetzt. Wie gelingt es dir, dich zu remotivieren, wenn du gerade in so ein Loch kommst? Wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Ausstieg aus der Kernenergie,
Wenn man dann irgendwie sieht, okay, Nachbarstaaten bauen gerade neue Atomkraftwerke, weil das für sie die Energiequelle der Zukunft ist. Ja, oder Kohlekraftwerke. Oder auch Kohlekraftwerke. So, genau. Es sind zwar viele jetzt geschlossen, aber man müsste weitaus früher rausgehen und Datteln ist irgendwie ans Netz gegangen. Wie gehe ich damit um? Also noch kann ich gut gegenhalten. So, also noch ist das, was ich dann empfinde, vital und nicht gelähmt. Mhm. Also das ist schon noch so. Und ich bin im Kern, glaube ich, trotzdem ein Optimist. Ich bin ein Zweckpessimist, aber ich bin im Kern, glaube ich, trotzdem ein Optimist. Denke auch ganz blöd, es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, sonst kann ich mich wirklich gleich von meinem eigenen Rasenmäher überfahren lassen. Ich versuche aktiv zu bleiben. So, das ist das, was ich versuche. Ich fliege innerdeutsch nicht. Ich bin das letzte Mal geflogen im Januar vor einem Jahr. Ich habe auch zwei Kinder, die mir auf die Füße treten. Ich trete denen auf die Füße. Also wir sind da alle miteinander. Irgendwie gucken wir, dass wir da hinterher sind. Ja, ich bin glücklich, wenn ich bei so Produktionen mitmachen kann, weil ich dann wirklich denke, ah, okay, mein Beruf macht irgendwie Sinn. Mhm. Ich nehme an, was teil, was eine Relevanz hat. Wenngleich das trotz allem immer auch einhergeht mit, wenn ich eine Lesung mache über MeToo, sitzen 80% Frauen im Zuschauerraum. Ich fürchte, wenn man einen Film macht wie Ökozid, dass ein großer Prozentsatz derer, die sich das anschauen, ohnehin schon mobilisiert sind oder zumindest sensibilisiert sind für das Thema. Das finde ich einen der interessantesten Punkt an solchen Diskussionen, dass wir, wie du sagst, was du gerade skizzierst, die Probleme sind so miteinander verflochten und es gibt im Moment so viele, dass ich das Gefühl habe, okay, wir müssen letztendlich unser Verhalten ändern wir durch Erfahrungen, die wir machen. Also müssen wir erstmal Leute sensibilisieren für bestimmte Sachen oder auch ich als jemand, der noch gar nicht zu einer bestimmten Gruppe gehört, möchte für bestimmte Themen sensibilisiert werden. Also muss es übersetzt werden, also auch in eine Sprache gebracht werden, die nachvollziehbar ist, die nicht zynisch ist und die auch nicht von oben herabkommt. Mhm. Und das wäre so wünschenswert, denn ansonsten fällt es ja heutzutage irre leicht, die Dinge auch auszublenden, leichter denn je. Ja, hier also, vor allem. Du kannst dich total, genau. Du hier immer noch so die Insel der Glückseligen, wir können das schnell ausfaden irgendwie. Ja. Ne? Man kann so dran vorbeidenken. Ja, wobei ich tatsächlich jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit so dachte, eigentlich müsste man sich viel, ich weiß, das ist sicherlich zum Teil auch naiv gedacht, ich versuche aber mir ein bisschen auch so eine Naivität in dem Zusammenhang zu bewahren, die nichts damit zu tun hat, dass ich nicht versuche, mich zu informieren. Aber ich dachte in dieser Corona-Zeit, Mann, was jetzt gerade passiert, könnte man eigentlich auch als Beispiel nehmen für das, was im Zusammenhang mit Klimawandel sein müsste. Das heißt, auf der einen Seite hört man sehr auf die Wissenschaft, zu Recht, wie ich finde, wenngleich das auch mit Irrtümern und Wissenschaft ist, genau, es gibt unterschiedliche Quellen immer und vor allem die Wissenschaft lebt davon, sich permanent zu verändern, nämlich dann, wenn neue Erkenntnisse kommen. Ja. Deswegen habe ich nie verstanden, warum man Leuten das vorwirft, ne? wenn sie ihre Meinung geringfügig nachjustieren oder so. Also das gehört sicherlich dazu. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Ja, ja, aber das gehört ja dazu. Also auf die Wissenschaft hören und die Politik muss reagieren. Also ich verstehe nicht wirklich, warum man nicht Tempolimit einführt, warum Fliegen billiger sein soll als Bus und Bahnfahren. Ich verstehe das nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man unliebsame Entscheidungen treffen müsste, auf die Gefahr hin, dass es natürlich immer ein paar Prozent Idioten gibt oder Menschen gibt, die dann die Partei vielleicht nicht mehr wählen kann. Wir müssen uns, glaube ich, einfach mehr zutrauen. Ich denke auch, ich hab ähnlich gedacht und es ist ja noch nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Wir reden immer so in der Corona-Zeit. Mhm. Wir sind mittendrin in der Corona-Zeit. Wir wissen nicht, wie lange sie noch anhält. Aber dass uns dieser Zustand vielleicht, wir sind ja nun ein Land, das sehr davon profitiert, auch wenn die Infrastruktur so ein bisschen wegbröckelt und die Straßen zumindest in Berlin wegbrechen und Schulen marode sind und so weiter und so fort. Aber die Muskulatur ist doch sehr intakt. Wir sind ein reiches Land. Mhm. Und deswegen, glaube ich, können wir auch mit so schwierigen Situationen eigentlich ziemlich gut umgehen. Und das wäre jetzt vielleicht einfach mal so eine Erziehungsmaßnahme, die uns einiges abverlangt, ja, aber die dazu führt, dass wir eine Art von Genügsamkeit wiedererlangen. Das ist so. Ich glaube schon, dass dieses immer mehr, immer weiter, dieses
immer mehr Wachstum, es ist so unrealistisch. Und das ist eigentlich so gut von dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, dass man sich ein bisschen zurückbesinnen kann und muss und es und man und spürt, es tut aber gar nicht in allen Bereichen weh. Es ist gar nicht so schlimm. Ich empfinde das auch so, wobei ich behaupten würde, dass wir da auch privilegiert sind. Sind wir ja. Also sind das wir. Ist, ich hab den Gedanken auch. Ich muss auch gestehen, dass ich tatsächlich die erste Zeit dieses Lockdowns echt genossen habe. Also ich habe das wirklich genossen. Das kam mir so ein bisschen vor, wie manchmal im Winter, wenn so Schnee liegt und man durch die Wenn's Straße so läuft ist. Und es ist so still, es ist so gedämpft. So habe ich das empfunden, wie so eine, ja, wie so ein komische, ja, ich habe so eine Entschleunigung empfunden, die ich sehr genossen habe. Irgendwann wurde es dann ein bisschen anstrengender mit zwei Pubertisten alleine zu Hause. Aber das ging mir tatsächlich am Anfang auch so. Und ich habe auch das Gefühl, dass vieles von dem, dass man anfängt, über Konsum nachzudenken, dass man anfängt, darüber nachzudenken, brauche ich das oder brauche ich das eigentlich gar nicht, dass man über so ganz banale Sachen plötzlich nachdenkt. Mir fehlen zum Beispiel wirklich Umarmungen. Mir fehlt das. Ich spüre, also mir fehlt das wirklich. Gleichzeitig merke ich aber zum Beispiel, wir Schauspieler, das ist ein wahnsinniges Umarmevolk immer. Beim Drehen ist es ein dauerndes, man umarmt sich und man begrüßt sich, als wäre man schon 14 Mal im Urlaub miteinander gewesen. Und das sind so Dinge, die werden einem so bewusst. Und man nimmt dann, wenn eine Umarmung stattfindet, dann nimmt man die auch nochmal wieder anders wahr. Also ich habe viel von dem, was jetzt passiert, als kostbar empfunden. Muss aber dazu sagen, ich bin relativ geschmeidig durch dieses Jahr durchgekommen. Ich habe weniger gearbeitet, als ich sonst hätte, aber immer noch vergleichsweise toll. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe zwei wunderbare, gesunde Kinder. So, für uns sind die Einschnitte auch lang nicht so tief gewesen als für eine, weiß ich nicht, sechsköpfige Familie auf 40 Quadratmeter und einem Alkoholikervater. So. Absolut. Du hast, als du 11 warst, mit deinem Vater eine Dokumentation gesehen über Tiertransport und Massentierhaltung. Und das hat dich dazu bewogen, glaube ich, sofort, weiß ich nicht, oder dann später erstmal Vegetarierin zu werden? Ja, und dem vorausgegangen ist, dass ich einen Huhn geschlachtet habe. Das war tatsächlich das fast einschneidendere Erlebnis. Ich war in so einer Jugendfreizeit, wo wir 2 Wochen relativ, sagen wir mal, rustikal gelebt haben, in so Hütten und haben versucht, irgendwie unser eigenes Essen so zusammenzusuchen und haben sehr down to earth 2 Wochen verbracht, was toll war. Und unter anderem gab es irgendwann die Idee, dass wir eine Wanderung machen zu so einem Eremiten, der da irgendwo lebte in der Nähe. Und in der Nähe war ein Biobauernhof mit Hühnern. Und dann war die Idee von den Betreuern, jetzt schlachten wir 2 Hühner und nehmen die mit. Dann haben wir Wegzehe. Und dann war großes Geschrei. Und nein, und wie kann man denn? Wir können doch keine Hühner schlachten und so weiter. Und ich und meine Freundin Conny Oettinger, wir haben gesagt, wir machen das. Und dann sind wir auf diesen Hühnerhof gegangen. Und das Schlimmste war gar nicht das Schlachten, was tatsächlich so dann stattfand mit Holzknüppel auf dem Kopf und abhacken. Das Schlimmste war, dieses Huhn auszusuchen. Oh ja, natürlich. Ich bin jetzt die Herrin über Leben und Tod. Ich stehe jetzt vor diesen 40 weißen Hühnern und muss sagen, und du bist dran. Oh, das ist interessant, ja. Und Ende vom Lied war aber, dass Conny und ich die einzigen waren, die dieses Huhn nicht gegessen haben. Und das hat sich mir so eingeprägt, wobei das gar nicht und auch relativ schnell nicht der Grund war dafür, dass ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Jetzt esse ich es hin und wieder, wenn ich Lust dazu habe, aber Ich finde nicht, mir geht das gar nicht grundsätzlich darum, dass der Mensch kein Tier essen darf. Ich finde immer nur die Art und Weise, wie das stattfindet und was es auch wiederum aufs Klima für Auswirkungen hat, die ist so katastrophal, dass man einfach das unbedingt reduzieren muss. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass man als Kind, wenn man als Kind mit diesen Themen nachvollziehbar konfrontiert wird, dass das natürlich auch gut ist, weil es dich sensibilisiert für bestimmte Themen. Ne? Ja. Gut, okay. Wir sind am Ende angelangt, meine Liebe. Guck mal. Also wir werden noch mal darauf hinweisen. Also Altes Land, Ankommen, Teil 1, Bleiben, Teil 2, am 15. und 16. November und oder in der Mediathek. Ökozid am 18. November. Und sprichst du über ungelegte Eier, wo wir schon von Hühnern sprechen, was du gerade machst? Oder ist das noch, was drehst du gerade? Ich drehe gerade eine norwegisch-deutsche Koproduktion, eine Serie, Furia heißt die.
den deutschen Part, die Regie vom deutschen Part übernimmt Lars Kraume und wir sind mittendrin. Lars Kraume, man muss, wir haben es wirklich geschafft oder ich habe es geschafft, die ganze Zeit mit dir nicht einmal über Conny Mai zu sprechen. Ich glaube, du hast den Frankfurter Tatort einmal angesprochen. Ja, stimmt. Und das war auch Lars Kraume. Ist, dass ich ihn selber anspreche. Das ja, genau. Ich weiß, das ist irgendwie, alle wollen immer sagen, warum hast du aufgehört? Ja. Das war so genial. Also es gab nur Hymnen. 5 Episoden gab es und dann hast du Joachim Krohn allein gelassen, leider, als Conny Mai. Aber gut, das war deine Entscheidung vielleicht. Und Lars Kraume hat auch das Drehbuch geschrieben oder für Regie? Nee, das Drehbuch hat letztlich dann die Regiefassung geschrieben. Das Drehbuch hat ein Norweger geschrieben. Und das sind insgesamt 8 Folgen. Wir sind jetzt gerade, springen hin und her zwischen Folge 4, 5 und 6. Und die Folgen 7 und 8 übernimmt der norwegische Regisseur, der die ersten Teile auch inszeniert hat. Und worum geht's? Es geht tatsächlich um ein geht um Rechtsextremisten der ganz besonders perfiden, gruseligen Sorte, die sich auch so einer merkwürdigen Philosophie bedienen um Undercover-Polizisten, die sich in dieses Milieu hineinschleusen. Der Weg führt dann von Norwegen nach Berlin, weil hier ein Anschlag geplant ist und es geht im Grunde genommen um die Verhinderung dieses Anschlags. Und du bist Ermittlerin? Naja, Ermittlerin nicht wirklich. Ich arbeite beim Innenministerium. Also bin quasi für Terrorabwehr zuständig. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie weit wir in dieser Corona-Situation. Ja. Ich mache hinter jedem Tag, den wir schaffen, einen Haken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn wir jetzt diese Sendung beenden, dann mit Megaphone. The Longest Day ist ein trauriges Liebeslied, aber ein grandioses, wunderschönes Megaphone. Ich weiß nicht, Megaphone. Wird M-A-G-A... Man muss sich das Video auf YouTube anschauen von dem Typen. Das ist der noch viel schöner, als das Lied dir so zu hören. Da siehst du 3 bärtige Amis ein so zartes Liebeslied singen. In so einer Garage nehmen die das auf. Das ist der Kracher. Herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute, dass diese Produktion irgendwie noch zu Ende gedreht wird. Ja. Ihnen zu Hause ganz liebe Grüße und hoffentlich bleiben Sie gesund und haben keine schlechte Laune, je nachdem, wie sich das da draußen jetzt gerade verändert. Nächste Woche ist Till Brönner zu Gast. Wir hören uns wieder. Tschüss. Breathless in the morning.